Schlägertrupps, Uniform, voll vermummt, gewaltbereit. Ich mach die Augen auf und seh plötzlich den Mob. Er kommt direkt auf und zu, verdammt, er macht einfach keinen Stopp. Ich will gerade aus dem Bus heraus, ein Strahl trifft mich am linken Auge. Ich spür noch einen Schlag, doch danach gehen mir die Lichter aus. 3 Minuten später, ich wach auf und lieg am Boden. Bin gefesselt, er hat den Kabelbinder viel zu fest gezogen. Ich seh alles nur verschwommen, meiner Lippe platzt die Haut. Doch der unbekannte Mann hält noch weiter auf mich drauf. Ich will wissen, wer das ist, nur eine Nummer, eine Zahl. Wie beweis ich vor Gericht, wer von der Hundertschaft es war? Ich seh noch nicht mal ein Gesicht, keine Stimme, keinen Namen. Er ist voll vermummt, trägt Helm und Protektoren an beiden Armen. Kennzeichnungspflicht, stopp den Schutz für diese Täter. Wird ein Polizist zum Schläger, interessiert das seinen Gegner? Er trägt Uniform und stellt sich trotzdem über das Gesetz. Doch anstatt zu reagieren, wird Polizeigewalt zum Trend. Ich forder Kennzeichnungspflicht, damit man weiß, wer er ist. Ich sage stopp die Polizeigewalt. Schlägertrupps in Uniform, voll vermummt, gewaltbereit. Ich forder Kennzeichnungspflicht, damit ich weiß, wer er ist. Ich sage stopp die Polizeigewalt. Schlägertrupps, Uniform, voll vermummt, gewaltbereit. Ich forder Kennzeichnungspflicht, damit ich weiß, wer er ist. Ich sage stopp die Polizeigewalt. Schlägertrupps, Uniform, voll vermummt, gewaltbereit.